In den Ofen tun. Bekommen wir da einfach Wasser raus? Die Frage. Was passiert, wenn ich einfach die Broken Erze koche? So, jetzt haben wir mal die Stones durch. Jetzt kommen noch die Dirts. Glaube nicht. Ah, schade. Bin mir nicht sicher. Sonst weiß ich nicht genau, wie man Wasser bekommt. Eine mit Kaktus. Klar, mit dem Kaktus bekommt man Wasser, das ist klar. Eine Möglichkeit, aber wie auch nicht so cool. Alter. Wieder froh, wenn wir überhaupt schon einen Furnace bekommen. Oh, was war denn das? Sieht. Schade. Ich dachte schon irgendwie Uran. Was Spezielles, aber. Nee, Seeds. Aber Seeds sind auch nicht cool. Auch nicht cool. Die sind nicht cool, die will ich nicht. Kaktus-Seeds. Ja, also Kaktus pflanzen wir sicher mal an. Weil Sand haben wir ja. Dann sollten wir nicht auch Wasser bekommen. Ist nur nicht die Frage, wie was machen wir mit dem scheiß Lava? Ich brauche irgendwie Lava. Wie mache ich die Lava am Schleusen? Ja, ich meine, ich kann auch auf den Grund graben und hoffen, dass da irgendwann Lava kommt, aber so wie es ausgesehen hat, kommt da kein Lava. Was war das denn? Pumpkin Seeds. Du kannst Eis setzen und abbauen. Bekommt man Wasser? Really? Wusste ich gar nicht. Gut, ich kam, um ehrlich zu sein, auch noch nie auf die Idee, einfach in normalen Minecraft Eis zu setzen und abzubauen. Muss ich ehrlich sagen. Kam ich nie auf die Idee. Wieso auch? Okay. Gut, wenn man eh Kaktus hat, das ist mit dem Kaktus fast einfacher, nicht? Man Kaktus pflanzen, Kaktus abbauen und hoffen, dass man Wasser bekommt. Bin ich froh, wenn das automatisiert ist. Irgendwann in 1000 Jahren. Wenn ich schon Krampf habe im Finger, wahrscheinlich. Naja. Mit dem Lava habe ich halt echt Probleme. Wasser kann ich mir nur vorstellen, wenn wir es machen. Gibt es einige Möglichkeiten, aber Lava. Lava muss die Ka also ich kann man auch noch nie auf die Idee, Lava einfach so herzustellen zu müssen. Meistens war die gegeben. Man muss da mit Lava was machen, aber mit Lava was zu machen ist meistens ein bisschen einfacher als mit. Wie mache ich am besten Lava? Ideen sind gesucht. Ja, Simple Let's Play. Vielen Dank für den Follow noch. Und wie gesagt, schon mal gesagt, Leute, ich habe eine Blaze Rod. Woher bekomme ich eine Blaze Rod? Vielen Dank für den Follow. Schön, dass du dich zu uns fährt hast und auf eine coole Zeit zusammen. Und wieder, wo habe ich eine scheiß Blaze Rod? Man weiß es nicht so genau. Da können wir machen mal ein Furnace. Eine Furnace. Hot Topic. Oh, hier. Oh, die Kaktus Seeds sind hier. Und Kaktus Seeds nicht hier pflanzen? Na gut, ich kann es auf dem.
Alter, ich bin auch zum Teil. Geht das? Nee, eben. Dachte ich mir schon. Aber ich habe ja, wenn ich weniger rumrennen würde und mehr überlegen, Bone Meal. Und mit dem Bone Meal könnte ich hoffentlich. Nein, geht nicht. Ich mir schon. Das ist strange. Oh Leute, ich habe fast kein Oxygen mehr. Shit. Da. Austauschen. Austauschen. Das ist die Frage, wie bekomme ich am besten Lava? Ich kann Flinten Steel machen. Frage ist halt auf, was mache ich aus dem Broken Iron? Kann ich das einfach kochen? Wie normales Eisenerz? Mal probieren. Einmal und zweimal. Will das? Nee, das will nicht. Das hat mich auch gewundert. Weil ich zu sein. Nicht die Steine kochen. Nee. Also, Questbook, wo bist du? Was haben wir da noch? Das ist das, ja, das Dirt, das interessiert mich im Moment nur bedingt. Getting even hotter. By putting stone in a furnace, you can get lava. Something tells us that having lava will prove useful later on. Das können wir mal machen, aber das gibt uns kein Lava, das gibt uns scheiß Stein, Stone 1. Gibt uns Stone. Oder? Ja. Und wenn ich Stone. Es geht nicht. Das hat mich auch gewundert. Also, was passiert, wenn ich Clay koche? Verbrannter Clay, oder? Mir mal kurz. Ich nehme das schon wieder Holzkohle. So, oder? Nee. Holzkohle wiegen. Glaube, ich will schlafen gehen in der Nacht, weil ich mich nicht hier wach bleiben. Die Kaktus-Seeds. Mach ich mit Kaktus-Seeds. Okay. Wupp, put logs into a crucible. Get oil out with the canister. Das muss jetzt warm werden. Das bräuchte ich Lava. Ich kann. Also, nochmal. Crucible. Das ist Unfired Crucible. Crucible. Kann ich den einfach kochen? Kann ich den einfach kochen? Dann bekomme ich ein Crucible. Das sehen? Kann das sehen? Turf, ich brauche Dirt. Gib mir Dirt. Ich brauche Steine. Ich frage mich auch, wieso meine Hungeranzeige nicht mehr runtergeht. Ich glaube, das ist ein Bug. Eigentlich sollte das schon lange wieder runtergehen. Brauch mindestens 8. Ich will dann wieder Dirt abbauen mit dem mit der Pickaxe. Das geht schneller. So. Hoch. Oh, das ist alles infestet. Ups. Naja, passiert.
Alles gut. So, das gibt uns Stein. Mit der Stein können wir dann wieder eine Pickaxe machen. Dann gehen wir unter, dann kann ich schlafen gehen. Ich habe echt keine Lust, da wach zu bleiben. Also, Seeds, Pumpkin Seeds. Der Kaktus sollte nicht. Weiß er nicht, der Kaktus sollte wachsen auf Sand. Und wo willst du denn sonst pflanzen? Geht das? Nein, geht nicht. Was mache ich mit Kaktus? Kaktus-Seeds. Water, Mescalin. Mescalin. Gut, wo man Mescalin ist. Man weiß es nicht, man will es glaube ich auch nicht wissen. Irgendwas wir later on brauchen. Oh na no, lol, jetzt ist das Stone, ne? Jetzt geht das wieder nicht. Weil ich so behindert war. Du, 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 du. Yay! Yay! So, machen wir das mal. Cobblestone. Zack. Und uns eine Pickaxe. Eine Pickaxe bauen wir das Ding ab. Gibt uns ein Unfried Crucible. Dann packen wir den da rein mit ein bisschen Kohle. Gibt uns ein Fired Crucible. Crucible. Passt. Gut. Ich will ein Lava Bucket. Bei Putting stone in a furnace, you can get lava. Something tells us that having lava will prove useful later on. Da brauche ich einfach noch Diamonds. Bekomme ich da? Gravel. Carrot, Sugarcane Seeds, Ankorn. Was ich natürlich machen könnte, wäre. Das bringt irgendwie auch nicht viel. Weiß auch nicht, was ich mit den Broken Dingen mache. Broken. Kupfer zum Beispiel. Gibt Copper or Gravel. Das kannst du kochen, okay. Also wenn ich jetzt hier das nehme, gibt uns eins. Und das kann ich kochen mit einmal Kohle. Ist das richtig? Ich sehe das richtig. Jetzt haben wir einmal Eisen. Gut, ist ja gut. Party, Party. Olimator. Olimators can be found in many planets. Moon will drop meteoric iron when broken. Okay. Aluminium Ingots. Also die kann man auch immer gebrauchen. Wie mache ich Lava? Wie mache ich fucking Lava? Freaking fucking Lava. Lava! Ich muss mal kurz schlafen. Wieso auch das nicht geht, das weiß ich nicht. Ich weiß. Ich finde schon, das geht. Das? Geht. Das? Ne. Ich hätte echt schwören können, das geht. Aber anscheinend geht's nicht.